Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück bei Lost in Vivo, wo ich gerade mal Continue gesagt habe. Die Katze liegt da wieder rum, vielleicht ist es auch einfach random. Ich bin jetzt hier wieder in so einen Raum gelangt. Wir können hier auch nochmal safe machen, sollen wir mal machen. Ob das notwendig ist, keine Ahnung. Jetzt stiefeln wir hier raus, gucken mal, wo wir ankommen. Okay. Ja, genau. Das war der Speicherpunkt. Das ist an sich richtig. Das heißt, wir müssten hier die Waffe kriegen. Damaged. Kann man die irgendwie reparieren? Ich vermute ja eher nicht. Ich meine, sie funktioniert an sich ja auch. Oder wir müssen erstmal die geileren Knarren kriegen. Dann könnten wir es nochmal versuchen. Gut, ich glaube, das hier muss ich nicht alles wieder aufnehmen, ne? Ich vermute mal nicht. Den Schlüssel nehmen wir aber mit. So, und hier ist sowieso eigentlich schon aus. Lassen wir es einfach mal so. Lassen wir, wie es ist. Und stiefeln wieder in den Abschnitt von eben. Wir könnten natürlich auch einen anderen Abschnitt nehmen, aber andererseits egal, oder? Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dass man hier so eher weiter verteilte Checkpoints hat. Hat allerdings, naja gut, es ist jetzt nicht sonderlich weit. Ne? Muss man schon sagen. Oh ja, die soll ich auf jeden Fall mal durchladen. Jep. Gut. Es wäre natürlich ziemlich praktisch, wenn man hier irgendwo einen Speicherpunkt finden würde. Ne? Die sind jetzt aber nicht irgendwie. Ich habe die Map nicht mitgenommen. Ich honk. Entschuldigung, wir müssen mal zurück. Entschuldigung. Die Map, die hängt doch hier. Ne? Ihr wisst doch, aus Franbo. Wir müssen nämlich das Wandbuch mitnehmen. So ist das. Ja, und das hier, das haben wir das jetzt schon gemacht? Ich vermute, wir haben das schon gemacht. Doch, wir haben das erstmal gemacht und dann sind wir hier reingegangen. Ich denke schon. Das Wandbuch müssen wir mitnehmen, Mann. Sag doch was. Puh. Wo war das denn? Hier. Sehr gut. Ansonsten verläuft sich doch wieder. Ich wollte nämlich mal nachgucken, ob hier irgendwie Safe-Spots sind eingezeichnet. Na gut, da ist ein S. Vielleicht kann man es auch reusen. Es sind aber sonst keine SSS eingetragen. Die werden wahrscheinlich erst eingetragen, wenn man die entdeckt hat. Kann das sein? Das heißt, ich würde einmal probieren, ob wir hier nochmal speichern können. Ja, dann können wir uns nämlich das ganze Aufsammeln von dem Kram hier sparen. Das nächste Mal. Sehr gut. Sehr gut. Also ich hoffe mal, dass es so funktioniert, aber ich würde mal davon ausgehen. Dann können wir nämlich, wenn wir wieder verkackt haben, also ich vor allem, einfach rausstiefeln und direkt hier. Ne? Direkt hierhin zurück. Cool. Bis dann, lieber John. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ich habe einen Plan. Ich habe soeben mir einen Plan ausgedacht. Soll ich mal verraten? Und zwar, wir könnten ja erstmal versuchen, das Lock da zu picken, ohne das Licht auszumachen vorher. Wie wär's? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Wir können hier ja das Set nehmen. Irgendwie so. Und ohne. Ja genau, jetzt hier noch ruhig. Ohne, dass wir jetzt das Licht ausmachen, gehen wir einfach mal weiter. Und fummeln hier um. Ach so, hier können wir erstmal das aufmachen. Genau, hier war ja die Sicherung, ne? Failed. Manchmal dauert es auch noch ein paar Mal. Ja, geil. Ja. Das kann halt dauern, ne? Ich will hier nochmal kurz reingucken. Hier, genau. Hier ist die Sicherung. Die lasse ich jetzt mal so, wie sie ist. Das sollte uns ja nicht daran hindern, hier das Lock aufzumachen, oder? Es sei denn natürlich, jetzt geht es hier trotzdem ab. Ja, sieht aber okay aus. Heieiei. Na gut. Genau, nee, ist in Ordnung. So weit, so gut. Dann mache ich mal so. Und wenn er gleich sagt, irgendwie, hier muss ich aber erstmal die Sicherung ausmachen, dann haben wir zumindest schon mal das Lock offen. Ja, genau so. Ja, geil. Lass mich raten.
Oh, wir können es auch aufmachen. Ich wollte gerade sagen, wir können es doch bestimmt nicht mehr aufmachen, aber doch. Tatsächlich können wir das. Okay. Und wo kommen wir jetzt hier durch? Ist das irgendwie ein Durchgang zu einem anderen Abschnitt? Konnten sogar anlocken, das ist erstaunlich. Ah, okay. From the other side. In der Tat, da hat er jetzt aufgemacht. Und was war das jetzt für ein Zauber? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, was das jetzt für eine Bewandtnis hatte. Aber gut, dass wir es mal gesehen haben. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir hier mal aus. Ja, und dann gehen wir halt natürlich nicht wieder durch diesen doofen Gang, sondern wir gehen einfach mal zurück und gucken mal, wie es weitergeht. Genau. Genau. Ah, lass mich raten. Natürlich. Es hat sich gerade erledigt. Es hat sich gerade erledigt, was das für eine Bewandtnis hat. Na klar, Strom ist halt weg. Oh nee. Aber der große Vorteil ist, dass das Lock offen ist. Diese Geräusche. Ich will versuchen, einfach zu rennen. Wie wär's? Sollen wir es versuchen? Wir machen's. Lauf. Können wir uns im Übrigen, ne, können wir uns irgendwie heilen? Das wäre halt irgendwie ziemlich praktisch. Ich weiß nur nicht, wie das funktioniert. Komm schon. Komm schon. Mach auf. Ich konnte einfach, ja. Ich habe gerade gedrückt, da konnte ich schon durch. Ja. Weiter. Durch. Okay. Ausgezeichnet. Wir haben es geschafft. Boah, leck mich. Oh mein Gott, hab ich mich verjagt. Und ich wollte gerade noch sagen, na, wenigstens stromern die da nicht raus. Ja, so viel dazu. Boah, hab ich mich erschrocken gerade. Gut, ich will zum Safe-Spot, wo man das Spiel speichern kann. Das war doch hier, oder? Gut, hier ist wenigstens noch hell. Eieieiei. Und wir haben noch keinen Schuss verbraucht. Ich will mal ganz kurz gucken. Health 100. Okay. Sieht gut aus. So kann das bleiben. Ja. Gut, hier. Oh, es ist sehr gut, dass man die öfter verwenden kann. Das gefällt mir sehr gut. Hallo. Die mag ich. Natürlich, nichts geht über unseren Hund, ne? Aber an sich mag ich die ja ganz gern. Kriegt man eigentlich ein Achievement, wenn man... Nein, das versuchen wir jetzt nicht. Nein, natürlich nicht. Ach ja. Das Anti-Achievement. Gut, ja, dann... Ja, nächster Abschnitt, war. Hilft nichts. Und es zeigt sich, vielleicht erstmal umgucken, bevor man die Schalter drückt, wa? Das ist vielleicht so ein Trick, den man anwenden könnte. Gut, die Note, die hatten wir schon. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir die schon. Gut. So ein bisschen was von Resident Evil, oder? Hier mit den Übergängen. Und auch der Grafikstil. Würde mich nicht wundern, wenn es so, naja, so ein bisschen davon inspiriert ist vielleicht. Wie kommen wir denn in den Abschnitt rechts oben überhaupt? Über die Gleise? Sieht mir fast so aus. Ich kann jetzt hier leider nicht zeigen. So kann ich euch dahin zeigen. Das nutzt nur nichts. Rechts oben bei den Gleisen, da sieht es aus, als würde man da so reinkommen. Ich würde sagen, warum ist der Abschnitt oben eigentlich rot umkringelt und der links blau umkringelt? Ich weiß es nicht, aber ich würde erstmal nach links gehen. Hier. In diesen blauen Abschnitt. Warum nicht? Rot ist ja gefährlich, oder? Blau ist okay. Ja, bestimmt.
jeden Fall gibt es hier so einige Räume. Gut. Ich will keine Gegner treffen im Übrigen. Wollte ich nur mal sagen, was ist das denn für ein Bild? KWW6 DeviantArt kommen. Ne? Könnt ihr ja mal vorbeigucken. Ohne Gewehr natürlich, ohne Gewehr. Ich weiß nicht, was man da findet. Ja. Ja. Irgendwie süß. Thumbnail. Ach ja. So. Ja gut. Restrooms können wir natürlich mal gucken. Warte mal ganz kurz. Ja, die Räume auf der Map, die fangen tatsächlich auch hier erst an, ne? Irgendwie korrespondiert das nicht so richtig mit der Map. Andererseits, da steht ja schon, dass sie auch outdated ist, ne? Von daher kann es halt sein, dass die Räume hier eigentlich anders gelayoutet sind oder zumindest die Türen broken. Es ist keine Klinke vorhanden, das ist richtig. Das ist richtig. Können wir da eine rankleben? Vielleicht hilft's. Wow. Das sind große Symbole. Gut, da ich ja nicht erwarte, dass hier irgendjemand ist, gucken wir erstmal hier. Hi. Unbekanntes Gebiet. Haha. Schade. Schade eigentlich. Wir haben kein Spiegelbild. Na gut. Hi. Was ist das denn? Die Drogenliefer. Hung? Bitte was? Das ist nicht schön. Was ist denn hier geschehen? Ja, genau. Na, auf jeden Fall gibt es hier genug Klopapier, das ist gut. What happened here? Will ich gar nicht aufmachen. Oh, okay. I don't know what to do. I'm not happy. I'm so ugly and everyone treats me like I'm not even real. They are so pretty and perfect and they all have friends, but I'm just like here. Ich glaube, das sind wirklich irgendwie, das sind Notes an uns selber, weißt du? Teil der Therapie. Und im Übrigen die ganzen Poster hier. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwie induziert werden hier in unsere Therapie und uns irgendwie was sagen sollen. Keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas zu lesen? Nee. Ich weiß es nicht, aber das ist doch irgendwie auch auf uns zugeschnitten. Haben wir vielleicht irgendwie Probleme in der Richtung? Sind wir irgendwie, fühlen wir uns zu dick oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hallo? Nope. Spülen kann man nicht. Ah, Katastrophe. Katastrophe. Unfassbar. Was ist das? Ach so, Klopapier. Ist nicht der richtige Ort. Da liegt was. Ist nicht der richtige Ort fürs Klopapier. Ich revidiere das. Prinzipiell schon, aber nicht für ganze Rollen. Die Decke ist auch nicht sehr schön. Es ist kein schöner Ort. Muss man einfach so sagen. Nope. Ammo, sehr gut. Das ist gut, das sollten wir uns merken. Das hier, was liegt hier, war keine Ammo, ne? Nicht, dass ich was verpasse, aber ich glaube nicht. Nur ein blutiger Wickeltisch. Das ist die Alternative. Na gut, so, das war broken, genau. Ich hätte gern einen Safe Spot. Ich hätte gern einen Safe Spot. Ih, da ist eklig. Da ist auch was reingekrabbelt. Das ist kein gutes Zeichen, Entschuldigung. Aha. Okay, vielleicht sollte man erstmal den Hauptgang abgehen und den nächsten Speicherpunkt finden. Broken. Wieder ohne Klinke. Ohne Klinke, ohne Schloss. Lass mich raten, genau. Ist das hier wieder der nächste Gang, wo man irgendwie durchkrabbeln kann, wenn es irgendwo anders nicht mehr weitergeht oder so? Ah, hier ist auch broken. Yep.
hier ist ganz broken. Wenn es so ganz, ganz broken ist, dann geht's halt wieder. Ja. Dann ist wieder okay. Wow. Hm. So, und hier sagt er nix. Aha. Nicht irgendwie strange oder so. Über dieses Stadium sind wir hinaus. Das ist schon, wir haben schlimmere Probleme. Hm, das hier zum Beispiel. Ist das hier? Ah, okay. Ah, okay. Was haben wir hier? It was a slow day when it happened. Only two trains even stopped here and I didn't see her until it was too late. I heard her sobbing as she walked down the tracks. I wanted to run and save her, but I could hear the train. I just waited and listened. She must have regretted it at the last moment because I heard her scream. Das war doch das Geräusch, das wir da... Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, mit diesem Geräusch, was wir gehört haben, als wir mit dem Zug gefahren sind. Wir wollten sie retten, konnten aber nicht. I can't stop her. She passes through the walls. All I can do is wait and listen. Hm. Ist das sie, die sich das Leben genommen hat, die hier herumstromert? Interessant. Ach, das ist, okay. Das ist die Note hier. Ich dachte, wir könnten das hier vielleicht noch aufmachen. Nee, es ist nur so ein normaler Koffer. Er leuchtet halt irgendwie so grün, weißt du? Das ist halt das Komische. Ah, wir kriegen kein Examen oder sowas. Na schön, von mir aus. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Nee. Der Ochi, ne? Der ist ja auch so ein bisschen lernfähig. Also, so viel. Von daher, das lassen wir erstmal. Aber wir versuchen uns zu merken, dass es hier ist. Das funktioniert bestimmt super. Da kamen wir her, genau. War es das schon mit dem Abschnitt? Nee, das kann nicht sein. Oder? Oder ist das einfach der alte Plan? Weil hier geht's auch raus. It's blocked. Nee, es wird nicht funktionieren. Gut, dann hat der Plan aber wirklich nicht viel mit diesem Abschnitt hier zu tun. Sieht mir schon sehr anders aus. Viel kleiner vor allem, viel kleiner. Andererseits, keine Ahnung, vielleicht müssen wir uns ja auch irgendwie durchkloppen oder so. Also jetzt hier vielleicht nicht so, aber dass wir hier irgendwie eine Tür aufmachen können oder so, weißt du? Weißt du, was ich meine? Weil, vor allem weil, wenn ich jetzt da diesen Schalter umlege, dann ist die Frage, ob wir uns nicht irgendwie einen anderen Weg bahnen müssen. Vor allem hier vorne auch, ne? Die sollten eigentlich direkt Räume sein, direkt Türen sein. Nur mal so ganz kurz probieren. Ich dachte nicht, vielleicht. Das erschreckt mich immer noch. Nee, irgendwie nicht so. Restrooms gut, da waren wir drin. Na gut, dann von mir aus. Dann legen wir halt den Schalter um. Was passiert? Ich könnte jetzt theoretisch nochmal zurückrennen und speichern, aber eigentlich ist ja nicht viel passiert, oder? Hier wird es gleich bestimmt wieder abgehen. Dann ist die... Was? Open? Achso, ja. Dann ist die Frage, ob wir kämpfen sollten. Oder nicht? Probieren wir es. Laufen. Komm. Naja, okay. Okay. Gut. Ich weiß nicht, was Cat and Kate. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch irgendwas hätte machen können. Das kann
kann ich nicht sagen, aber ehrlich gesagt, ich bin froh, da wieder raus zu sein. Was, Reed? Reed? Wo denn? He's so nice, I feel like I matter again. He makes me feel real. He tells me that I matter. He doesn't think I'm so ugly. Ach, hier! Okay, hier liegt einfach direkt was. Gar nicht gesehen. Ich gehe mal zurück zum Speicherpunkt. Mache ich auf jeden Fall. Genau, ich bin froh, da wieder raus zu sein. Wir gucken einfach mal in den letzten, Abschnitt, in den dritten Abschnitt. Und ja, schauen wir, ob uns da irgendwas fehlt oder so, was wir vielleicht hätten aufnehmen sollen. Und weiterhin kann es halt auch sein, dass es gar keine weiteren Speicherpunkte gibt. Vielleicht wären die einfach schon auf der Map eingezeichnet, wenn es sie gäbe. Wenn es die gäbe. Jopp. Jopp, jopp, jopp. Entschuldigung, muss mal kurz überlegen. Alles gut. Waren wir da in dem linken Abschnitt, ne? In dem blauen? Oder waren wir sogar bis... Ach, wir waren da bis ganz hinten durch, ne? Da war ja auch der Schalter. Ja. Irgendwie sind wir da hingekommen. Auf jeden Fall. Na, okay. Vielleicht war das dann wirklich der ganze Abschnitt, den wir da gesehen haben. Kann sein. Dann ist das vielleicht gar nicht so inakkurat, das Ganze. Gut. Dann ab in den roten Abschnitt, war. Was soll schon schief gehen? Kein Thema. John Quixote. Sehr schön. Jupp. Abwärts. Hier, funktioniert sogar. Na dann, können wir ja mal faul sein. Monday is coming. Sehr böse finde ich das. Sehr creepy. Monday. Fuchs. Süß. Aha. Eine Bahn wartet auf uns. Da müssten wir auch entlang kriechen, schätze ich mal, um in den eigentlichen Abschnitt reinzukommen. Jupp. Bitte was? Was ist das für Geräusch? ich gucke mich hier erstmal um. Vielleicht liegt hier irgendwas zum Lesen oder so. Hier ist zu, okay. Wir müssen irgendwie durch die Bahn. Ich würde ja schon, also ich bin schon neugierig, was denn hier ist. Ah so, das Licht ist schon an. Es geht immer weiter. Ich dachte, da wäre was gewesen. Ich dachte, es könnte klappen, wenn ich mich an der Wand halte. Naja, okay. Ja, so viel dazu. Egal, haben wir es mal probiert. So, hier speichern muss ich nicht, ne? Ich kann jetzt einfach raus. Denke ich mal. Gut. Ja, dann wieder ab. Also, wir mussten es natürlich probieren, ist doch klar. Ansonsten wissen wir es nicht. Da kann sowas schon mal passieren. Ja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dieses Spiel. Gut, dann eben. Was hätte denn der Zug jetzt gemacht eigentlich, weißt du? Der wäre doch jetzt voll gegen den anderen gekracht. Das macht doch auch nicht so viel Sinn. Gut, abgesehen davon natürlich, dass das, ist hier sowieso alles sehr, sehr abandoned ist. Aha, da leuchtet irgendwas. Ja, was ist das denn?
Da können wir dann bestimmt irgendwie in den Abschnitt rein. Guck mal da. Interessant. Shotgun. Sehr schön. Nee, ist nicht die Shotgun. Warte mal kurz. Hier. Sogar nachladen, sehr schön. Ja, nice one. Das heißt für mich so ein bisschen, dass da noch fiesere Sachen kommen könnten. Das ist blöde. Das ist der Nachteil. Gut. Dann bitte sehr. Hallo. Was soll ich mit unserem Hund? Dem hat man auch schon länger nichts gehört, oder? Wie ist denn die Topologie hier so? Ja, wir können erstmal nach rechts. Genau. Wir gucken erstmal uns alle Räume an, die so nach oben zeigen, nach Norden, oder? Das heißt, hier müssten wir anfangen. Dann arbeiten wir uns da so entlang und so weiter. Ein Snack automatisch, mal ein gutes Zeichen. Ach, guck mal, da läuft sogar etwas. Uns hier ein bisschen hinfläzen. Oh, eine Kassette, sehr gut. The Clinic. Lost Tape Number 2. Cool. Können wir ja den Kassettenrekorder benutzen, den wir da, ne, der da halt immer noch rumsteht. Können wir machen. Und was hier? What is that? Ein Fernsehgerät. Was da abgebildet ist, keine Ahnung. Und die VHS können wir nicht mitnehmen. Ha? Hier wieder WUF. In Ordnung. Das Spiel hat auch einen Pfotenabdruck als Icon. Das ist schon bezeichnend. Nur Müll. Gut. Ach, hier ist sonst nichts, oder was? Vielleicht kommen wir irgendwie anderweitig dahin, aber hier sehe ich jetzt keine weiteren Türen. Aha. Es kann halt sein, ne, dass hier die Map wieder outdated ist. Das kann sein. Oder. Moment, ich muss mich hier mal kurz zurechtfinden. Genau, hier kamen wir rein. Dann können wir hier lang und dann nach links. So müssten wir dann auch da so durchkommen, ne? Das könnten wir mal testen, ja. Boah, hier sieht es ja irgendwie ein bisschen eklig aus. Ein bisschen höhlenmäßig. Genau. Ja. Genau, jetzt sind wir in dem Abschnitt. Ja. Ich will mal kurz weiter. Ich will mal den Plan verfolgen, den ich eben gemeint habe, den wir erstmal ausprobieren könnten. Genau, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Zaun. So, das heißt, wir können jetzt hier mit den Räumen weitermachen. Sehr schön. Ja. Gut, schon wieder eingedötschte Spinte. Eine Pflanze, die sogar, naja, so noch so ein bisschen lebt. Vielleicht. A lot of books on... Und was? Subway... Was? Irgendwas? Subway Utilities. And a few books about locksmithing. Ja. Können wir das lesen und haben wir dann... Ah, mehr Skills, genau. Aha. Verbrauchen die sich? Verbrauchen sich die Lockpicks? Ich weiß es nicht. Mann, ist das eine fette Fliege, die hier rumfliegt. Okay, naja, gut. Jedenfalls haben wir... Ich will mal ganz kurz hier im Inventar gucken. Ja, genau, das haben wir auch noch. Muss ich dran denken. Two sets of Lockpicks, aha. Pick and a Turner, they look very brittle. Es könnte dafür sprechen, dass die wirklich kaputt gehen bei Benutzung. Der ist ein bisschen blöd. Wie ist das denn dann, wenn man zu oft failt? So ein Game Over. Ah, und ist broken. Na gut. Ich würde fast gern mal speichern wollen, ne?
Weil wenn wir jetzt so ein paar Sachen aufgenommen haben und so, ob sich das jetzt wirklich lohnt, da zurückzulaufen. Andererseits, weißt du was? Wenn ich so auf die Uhr gucke, hier ist ja noch so ein bisschen was vom Abschnitt. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ich glaube, ich mache an der Stelle einfach für YouTube mal einen kleinen Cut. Lauf mal kurz zurück für eine kleine Speicherung. Und dann machen wir einfach in der nächsten Folge wieder hier weiter. Aber dann haben wir zumindest, naja, das, was wir jetzt so aufgehoben haben, hier so ein bisschen Knarre und so, einmal gespeichert. Es wird nicht wirklich viel bringen, weil wir müssen dann sowieso in diesen Abschnitt hier wieder zurücklaufen. Aber trotzdem würde ich das mal so machen. Ich mache an der Stelle einen kleinen Cut. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und das nächste Mal sehen wir uns dann hier an der Stelle wieder und werden diesen Abschnitt weiter erkunden. Vielen Dank nochmal und bis demnächst dann. Macht es gut und tschüss.